Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer neuen Challenge in der Yamtam-Tam-Manege. Das wird total cool werden, denn wir alle lieben Emojis. Herzlich willkommen bei Yamtam-Tam. Wir machen heute eine vollkommen neue Challenge, und zwar eine Food-Emoji-Challenge. Denn ich habe hier einen Android-Taco und der sieht ganz anders aus als Ihre. Denn ich habe einen Apple-Taco, aber es geht darum, wer kann den Taco besser nachbauen? Wer sieht am Ende genauso aus wie auf dem Telefon? Los geht's! Ich habe dafür Tortillas geholt, Hack, Tomatenmark, Tomaten, Knoblauch, Käse und Salat. Mein Taco sieht eher so ein bisschen gelblich aus, deswegen habe ich diese großen, die werde ich ausstechen. Und dann habe ich hier Rinderfilet, weil in meinem Taco sind ja solche Würfel, die versuche ich nachzubauen. Dann gibt es noch Feta und Zwiebeln und natürlich Koriander. Das Ganze wird lecker, aber es geht vor allem darum, zu gewinnen. Was brauchen wir denn? Ich brauche ein Brett. Voll gut, heute haben wir mal das Handy am Set. Ja, stimmt. Sonst ist das immer ruhig. Denn, alte Filmweisheit, wenn das Handy am Set klingelt, muss diese Person allen einen ausgeben. Hoffentlich klingelt deins. Ich habe hier so einen Ausstecher. Damit steche ich jetzt meinen Taco aus. So, ich mache jetzt hier mal so eine Ölmischung. Damit pinse ich gleich die Tortillas ein. Und ich mache gleich so eine Ölmischung, damit pinsel ich meinen Tortillas ein. Das voll geklaut. Gar nicht. Ein bisschen Salz. Und aus dem Rest könnt ihr viele leckere Sachen machen. Wir haben schon öfter Tortilla-Rezepte gemacht, die verlinken wir euch jetzt mal hier oben. So, ein bisschen Paprikapulver kommt noch dazu. Danke. Bin ich jetzt gekrönt zum großen Taco-König. Die große Taco-Königin. Sieht aus wie so ein Cap. Nicht so schlecht. Das ist wirklich so Cap. Hä, das würde ich in echt auf Stoff drucken und tragen. Leute, wie sieht es aus? Neues Yamtam-Tam-Merchandise? Ich habe auch ein bisschen Öl. Und für die gelbe Farbe Kurkuma. Und für den Geschmack ein bisschen Salz. Ich muss leider das Taco-Cap abnehmen, es tut mir leid. Schade. Wo könnte jetzt noch ein Pinsel sein? Tja, it's gone. Das ist echt eine Kuh, ey. Hast du den Effekt da? Was? Den Pinsel? Nie im Leben. Achso. Na gut, ich bin nicht so. Offensichtlich ja doch. So. Ja, das sieht schon crispy taco-mäßig aus. Ich finde das ja so ein bisschen eine Religionssache, ne? Benutzt man viele Emojis oder wenig Emojis? Es gibt ja auch so Leute, die das inflationär in jeder Nachricht an jeden Satz hängen müssen. Das hasse ich. Aber Leute, die ganz ohne schreiben? Auch seltsam. Auch seltsam. Wir stecken jetzt die Tortillas hier rein. Ich würde sagen, wir hängen das erstmal im Backofen genau. Und drüber, ne? Ja. Und dann hat man so Schalen. Also, wenn du willst, gehe ich einfach mit in den Backofen und halte die fest. Danke. Gut. Das war ja total einfach. Wer hätte gedacht, dass das die schlimmste Hürde ist? So, also mein Löffel hat sich jetzt schon mal verabschiedet. Macht ja nichts. Dabei kümmere ich mich mal ums Rindfleisch. So, ja, ne? Und zwar haben wir hier schönes Rinderfilet. Das schneide ich jetzt in Emoji-große Würfel. Ich check nochmal. Es könnte auch Tofu sein, aber... So, ich brate jetzt mein Fleisch krümelig. Würdest du mir auch eine Pfanne holen oder ist das zu blöd wegen Challenge? Es gibt gar keine Pfanne mehr. Den Trick hatten wir gerade schon. Da hat er aber besser geklappt, weil ich mir den Pinsel einfach in den Rock stecken konnte. Aber alle Pfannen geht leider nicht. Ich mache meinen Herd jetzt ganz heiß, damit das Rindfleisch richtig schön braun wird, wie auf dem Emoji. So, die Zwiebel schneide ich jetzt in relativ grobe Würfel, würde ich eigentlich nicht so machen, aber auf dem Taco-Bild ist es so. Aber ich finde es voll gut, dass sie immer Emojis nachlegen, weil für manche Sachen gibt es einfach keine. Ja, zum Beispiel für Austern, das macht mich wahnsinnig. Ich esse ja so gerne Austern, es gibt kein Austern-Emoji. Welches Emoji vermisst ihr? Okay, also von all den Dingen, die du jetzt hättest sagen können, kam die Austern. Ich liebe Austern. Dann habe ich hier Feta-Käse, den würfel ich auch. Wow. Guck mal nach meinen Tacos. Ich würde meine mal kurz anfassen. Okay. Ja. Ich hänge ihn noch mal kurz um. Ich könnte deinen jetzt kaputt machen, wenn ich so fies wäre wie du. Mach ich aber nicht. Oh, nein, kaputt nicht. Oder irgendwie anders machen. Ihr stimmt übrigens am Ende ab, welcher Taco am Ende mehr aussieht wie der jeweilige Emoji. Yes. Wenn der Herd nicht... Hast du ihn ausgemacht? Schon zweimal.
So, ich bin halt irgendwie nicht so fies. Ich kann das nicht. Ich habe auch beim Spielen noch nie geschummelt, schon als kleines Kind nicht. Wirklich nicht. Ich kann das nicht. Ich kann auch nicht lügen. Also ich würde niemals was kaputt machen oder so. Mal kurz das Öl aus oder so, da kommt ja keiner zu Schaden. She gone. Ha, ha, ha. Voll scharf jetzt. Oh Gott. Wichtig ist, dass ihr jetzt dabei stehen bleibt, sonst kommt wieder irgendwer, macht Schabernack. Nein, bei Filet würde ich niemals was machen. Das ist zu wichtig. Gut, fertig, krümelig gebraten. Dazu schmeißen wir jetzt Tomatenmark und Knoblauch. Sieht auf jeden Fall schon ziemlich gut aus, meine Würfel. Hast du früher beim Spielen geschummelt, 100%, ne? Meiner Familie konnte man gar nicht anders gewinnen, weil alle geschummelt haben und dann ist es ja wieder fair. Also ich hole meinen Tacos jetzt raus, jetzt wirklich. Na, oh Mann, der wird schon so braun unten. So, mein Fleisch ist schön knusprig, da kommt jetzt noch Salz und Pfeffer dran. Knuspriger mache ich es nicht, weil es soll auch wirklich lecker sein. So, hier gibt es noch einen Esslöffel Tomatenmark. So, wir räumen jetzt hier mal kurz auf und dann geht's weiter. So, ich schneide mal schnell meine Tomaten. Gott sei Dank nur in der Hälfte. Ich kümmere mich mal um meinen Koriander. Und ich brauche noch Käsestreifen. Mann, das ist gar nicht so einfach, die Dimension zu treffen. Sieht gut aus, probier mal. No! Das schmeckt nach Emoji-Käse. Richtig guter Emojis. Dieser hier sieht ziemlich perfekt aus. Boah, ich habe so Angst, dass der kaputt geht. Okay, erstmal Fleisch. Bei mir ist ein bisschen ungerecht mit Koriander, weil Koriander ist, ist immer so schnell müde. Wenn ich den jetzt hinlege, dann denkt er sich bestimmt, kein Bock mehr. Oh, ich geh schlafen. Da hat's schon geknackt, habt ihr's gehört? Ich hoffe, es geht kaputt. No! Was ist dein All-Time-Favorite-Lieblings-Emoji? Diese zwei rosafarbenen Herzen. Ah, die so übereinander sind oder die so fliegen? Die so leicht übereinander sind, ich bin ein bisschen kitschig. Yes. Und deins? Meins war ganz lange die Pistole, bis sie es in eine Wasserpistole umgedingst haben, warum auch immer. Das war ja nicht mehr aggressiv genug. Ja, und deswegen ist es jetzt das Glitzer-Emoji. Ah ja. Aber ich glaube... Man denkt so, okay, Felicitas hat in ihrem Leben ganz viel Liebe und Melissa Hate. Okay, aber ich glaube, das, was ich am allermeisten benutze an Emojis, ist tatsächlich das Kuss-Emoji für Flo. Boah. Nein, love. Mann, das ist gar nicht so einfach, das mit einer Hand zu machen. Ich nehme jetzt den Käse, um meinen Taco zu stützen. So, also ich bin fertig. Das ist alles viel zu groß bei mir, merke ich gerade. Nicht wie im echten Leben. Ja. Not so bad. Okay. So, Leute. Gar nicht so schlecht. Ja, Mann, nah dran, ey. Dein sieht eher aus wie ein Gyros oder so, finde ich. Wie bitte? Aber das liegt aber nicht an mir, sondern am Telefon, okay? Gyros Taco Fusion Food. Können wir auch mal machen für euch. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, wer eurer Meinung nach der Sieger ist. Ihr könnt jetzt oben beim i abstimmen und in der nächsten Challenge wird der Sieger dann verkündet. Und wir essen jetzt? Yes! Lieber Food-Emoji-Designer, für die nächste Generation wünsche ich mir eine Soße. Wie wäre es mit Sour Cream oder Guacamole? Das ist ein bisschen trocken. Selbst wenn es nur Ketchup ist, den nehme ich auch. Also Leute, wenn ihr das nachmacht, macht irgendeine Soße mit drauf, aber dann ist es auf jeden Fall sehr lecker. Und schreibt uns gerne in die Kommentare, was wir als nächstes kochen sollen. Ja, vor allem, wenn euch die Challenge gefallen hat, beim nächsten Mal gibt es Döner. Oh yeah, bis dahin. Yakshamla. Tschüss.